Hallo, Edisieren-Messefreunde. Heute möchte ich euch 10 42A-konforme Titanklappmesser vorstellen, die in meinem Besitz sind. Ihr wisst vermutlich, dass Titan mein bevorzugtes Material bei EDC-Gegenständen und Messergriffen ist. Mittlerweile gibt es da echt einige großartige 42A-konforme Klappmesser am Markt. Jack Wolf Knife hat da einige Slipjoint rausgebracht mit toller Verarbeitungsqualität. Ich habe das Vamp hier. Das ist ein perfektes kleines EDC Slipjoint Messer mit CBM S90 V-Klinge, einem tollen Walk and Talk beim Öffnen und Schließen, perfekte Verarbeitung, keinerlei Spaltmaße zwischen Feder und Griff. Die Klinge ist sehr schneidfreudig, hat einen Hohlschliff, sehr gut geeignet für kleinere und mittlere Schneidarbeiten im urbanen Bereich. Messer liegt super in der Hand. Zu dem Messer wird eine Lederpouch dazu geliefert. Das wäre diese. Und das Messer ist in so einer Metallröhre drin. Das ist typisch für Jack Wolf Knife und darauf sind immer tolle Comicfiguren. Das macht dieses Messer auch zu einem Sammlerobjekt. Wirklich toll. Gefällt mir sehr gut. Das wäre das erste Messer, was ich euch zeigen möchte. Lege ich es mal hier beiseite. So. Komme ich zum der Nummer 2. Das zweite Messer, was ich euch zeigen möchte, ist ein Slipjoint von G-Mate Knife, das Gunstock. Mit einer CBM S35 VN Klinge mit Stonewash Finish und einem schönen Titangriff mit diesem tollen Muster, das dem Messer nicht nur eine tolle Optik gibt, sondern auch einen guten Grip. Das Messer liegt super in der Hand. Die Verarbeitung ist auf höchstem Niveau. Die Slipjoint Feder hat auch keinerlei Spaltmaße und eine sehr gute Haltekraft, eine starke Haltekraft. Ein wirklich tolles EDC-Messer. Der Flachschliff ist auch sehr schneidfreudig. Perfekt geeignet auch für leichte bis mittlere Schneidaufgaben im urbanen Bereich. Das wäre die Nummer 2. Das dritte Messer ist das Swarovski von Picaron Tools aus Bulgarien. Es ist eine moderne Ausführung eines Friction Folders mit einer S35 VN Klinge und Titankristallen mit einem schönen dunklen Stonewash Finish, also gleiches Finish. Sieht sehr gut aus. Es ist ein wunderschönes EDC Messer für kleinere Piraten. Geschlossen sieht es so aus, typisch für einen Friction Folder. Ja. Also ich bin nicht so der Typ von Friction Folder, aber dieses hat mich echt beeindruckt und das gefällt mir sehr gut. Das wäre meine Nummer 3. So. Jetzt komme ich zur Nummer 4. Das wäre das Oberland Arms Chlor in Titan. Das ist ein toller Framelock-Folder, der zweihändig geöffnet werden muss. Dieses Messer bekommt man nicht mit einer Hand auf. Ist nicht möglich. Also ich kann es auf keinen Fall. Und ich habe schon einige Messer geöffnet. Also eindeutig 42A-konform. Der Klingenstahl ist hier ein
M390 mit einem schönen Blackwash Stonewash Finish. Das gefällt mir richtig gut. Mit einer Klingenlänge von 7,5 cm wäre es ein Top-EDC Messer. Allerdings mit einem Gewicht von 150 Gramm ist es wahrscheinlich nicht für jedermann als EDC Messer tauglich. Für mich ist es eins der coolsten 42A-konformen EDC-Messer. Ich habe hier das Lohr noch mit einem Silberskull veredelt. Der ist von GD Skull, sieht richtig gut aus. Also es ist wirklich ein tolles Messer, liegt super in der Hand, allerdings für größere Hände nicht geeignet. So, das wäre die Nummer 4. Die Nummer 5 ist mein Kanalmesser von G-Made Knife, das Firefly. Warum Kanalmesser? Ich habe hier mein Logo von meinem YouTube-Kanal auf die Titan-Griffschalen lasern lassen. Das Messer ist wie von G-Made Knife gewohnt top verarbeitet. Auch hier keinerlei Spaltmaße zwischen Feder und Griffschalen. Griffschalen sind super verarbeitet, alles abgerundet, die Kanten schön gebrochen. Wir haben hier kein Pocket Clip. Ja. Das Messer liegt sehr gut in der Hand. Wir haben hier einen Flachschliff, der sehr scharf ausgeschliffen ist und eine taugliche Klingenlänge von 8,5 cm. Mit 87 Gramm ein tolles und taugliches EDC-Messer. Gefällt mir sehr gut. So. Die Nummer 6 ist ebenfalls ein G-Made Knife, das Combustion, das ist dieses, ist eins meiner absoluten Lieblings-EDC-Messer, hat 8,8 cm lange Klinge aus dem CBM S35VN Stahl. Auch hier eine Top-Verarbeitung. Slipjohn-Feder hat eine sehr starke Haltekraft und auch hier keinerlei Spaltmaße zwischen Feder und Griffschale. Der Walk and Talk ist hier auch richtig gut. Die Handlage von diesem Messer ist perfekt. Mit dem ausreichenden Finger-Joil kann man dieses Messer so greifen, dass man nah am Schnitt gut ist und sehr gut feine Arbeiten ausführen kann. Also ausreichend groß für meinen Finger zumindest. Mit 100 Gramm Gewicht ist es für mich ein perfektes EDC-Messer. Also bis 100 Gramm, finde ich, dürfen EDC-Messer sein. Das ist für mich vollkommen okay. So. Komme ich zum siebten Messer. Das ist das Tuya Blackbird V2. Das ist ein Design von Andy Thiel von YouTube-Kanal Andy1878. Dieses Messer wechselt sich regelmäßig mit dem Combustion in der Hosentaschenzeit bei mir ab. Bei diesem Messer passt einfach alles. M390 Klingenstahl, sehr scharf ausgeschliffen, sehr gute Handlage. Slipjohn-Feder mit einer guten Haltekraft, top verarbeitet. Hier haben wir einen 3D gefrästen Pocket Clip. Der Walk and Talk ist auch okay. Die Clip-Point-Klinge mit der tollen Swetch
sieht einfach genial aus. Für mich ist das das Slipjoint-Messer des Jahres 2023. Und da es mir so gut gefällt, zeige ich als Nummer 8 ebenfalls das Tuya Blackbird V2, allerdings in der All-Black-Variante. Dieses Messer hat natürlich die gleichen Maße und Eigenschaften wie dieses Blackbird V2 mit den gräulichen Griffschalen und der satinierten Klinge. Nur hat dieses Modell einen DLC-Klingenfinish und PVD-beschichtete Titangriffschalen. Ein perfektes Klappmesser für ein All-Black EDC. Und für ein All-Black Titan EDC erst recht. So. Das wäre die Nummer 8. Die Nummer 9 ist für mich eins der schönsten Slipjoint-Messer, die ich in der Hand gehalten habe. Das wäre dieses Vox Magna No Sissi. Es hat eine schöne Harpunen-Schiebfurtklinge aus dem Premium Magnat Cut Stahl. Sehr scharf ausgeschliffen. Geöffnet wird dieses Messer zweihändig und verriegelt nicht. Ich mache es mal zu. Hat auch einen richtig guten Walk and Talk. Gehalten wird die Klinge von einer Grand Forcé-Feder mit einer Haltekraft von ca. 2,5 Kilogramm. Das gefällt mir richtig gut und vermittelt eine gewisse Sicherheit beim Arbeiten mit diesem Messer. Das Magna hat eine tolle Handlage und ist auch für größere Hände sehr gut geeignet. So. Auf dem Griff haben wir Fräsungen, die sehen echt hübsch aus, sehen cool aus. Auch hier alles top verarbeitet mit einer Gesamtlänge von 22 cm, einer Klingenlänge von 9,3 cm und einem Gewicht von ca. 166 Gramm ist es nicht unbedingt ein EDC-Messer. Ich nutze es, wenn ich am Wochenende Freunde oder Familie besuche. Das Teil ist nicht nur tauglich, sondern auch echt ein Hingucker. Zu was man das auch nutzen könnte, als Kuputan, wenn man das so fasst, hier haben wir die Spitze, das würde auch hier sehr gut zur Selbstverteidigung taugen. Aber dafür habe ich das Messer nicht gekauft. Jetzt hat Tools for Gents noch eine Variante mit schwarzen Titangriffschalen und Damastil rausgebracht. Das Teil muss ich unbedingt haben. Das hat, als ich das im Netz gesehen habe, das hat mich vom Hocker gehauen. Das ist für mich das absolute schöne Messer. Und da ich das Messer unbedingt haben möchte, werden demnächst einige Messer von mir gehen müssen. Leider auch Messer, die ich gut finde, aber dieses Messer ist es mir wert, auch andere gute zu verkaufen. So, dann kommt das mal hierher. Das 10. und damit letzte Messer ist mein absolutes Lieblingsklappmesser. Das Oberland Arms Titan Sepp. Bei diesem Messer wird die Klinge mit einem Frame Lock gesichert und soll bauartbedingt zweihändig geöffnet werden. Allerdings ist mir klar, dass man die Klinge auch mit einer Hand aufbekommt. Und das Messer verriegelt. Ich weiß, was das eigentlich bedeutet. Aber auf dem Griff ist ein Barcode eingelasert, der auf die Seite vom BKA führt und dieses Messer als 42A-konform für Deutschland einstuft. Und wenn diese Behörde das so sieht,
bin ich natürlich glücklich darüber und denke, selbst wenn dieses Messer von einem Beamten eingezogen wird, müsste ich es ohne rechtliche Konsequenzen wieder ausgehändigt bekommen. Natürlich ist das hier keine Rechtsauskunft, das ist nur meine persönliche Meinung. Jetzt aber wieder zum Messer. Mit einer Gesamtlänge von 22 cm, einer Klingenlänge von 9,5 cm und einem Gewicht von ca. 170 Gramm ist dieses Messer nicht unbedingt für den EDC-Einsatz gedacht. Der Klingenstahl ist hier der M390, das Klingenfinish ein Blackwash, die Titangriffschalen haben dasselbe Finish wie die Klingen, sieht richtig gut aus, gefällt mir sehr. Die Verarbeitung vom Messer ist top, die Handlage ist genial, auch für größere Hände geeignet. Für mich ist es der perfekte Allrounder, geeignet von leichten bis schweren Arbeiten. Tolles Messer, das ich im Wald oder im Garten mit mir führe. Für die Stadt oder als EDC-Messer würde ich es dann doch lieber zum Blackbird V2 oder dem Combustion greifen oder irgendeinem anderen Messer, was hier auf dem Tisch liegt und was ich euch gezeigt habe. Ja. Hier haben wir auch übrigens so ein Draht Pocket Clip, der sehr gut funktioniert. Wirklich ein tolles Messer. Das wäre die Nummer 10. Und wenn ich solche Themen habe, dann zeige ich euch meistens immer noch ein Plus 1. Und das wäre in diesem Fall mein Spyderco UK PK. Natürlich, es hat keine Titangriffschalen, aber ich habe mir Titangriffschalen gekauft für dieses Messer. Das wären diese. Hier sind auch noch Washer drauf. Und zu den Titangriffschalen habe ich mir noch einen Lynch Clip aus Titan gekauft, ein Pocket Clip. Irgendwann werde ich ein UK PK umbauen. Allerdings, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, ob es dieses sein wird. Die grünen Griffschalen gefallen mir wirklich sehr gut. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir doch lieber noch ein zweites UK PK kaufe und das dann umbaue. Ich gehe dieses Jahr wieder nach Mexiko. Und ans Meer und ich finde, das ist ein optimales Messer für die Umgebung am Meer. Ja, wir haben ja hier den LC200N oder den LC200N, genau. Und das ist ja ein wirklich top Stahl für maritime Umgebung. Und da wird auch der grüne Griff dazu passen, deshalb wahrscheinlich muss ich mir noch mal ein zweites UK PK zulegen. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. So, das soll es erstmal zu meinen Top 10 Titan-Klappmessern, 42 A-konform Titan-Klappmessern gewesen sein. Sollte euch das Video gefallen haben, Daumen nach oben. Und wer noch kein Abonnent ist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Wir sehen uns im nächsten Video und tschüss.